Wir befinden uns im zweiten Halbjahr 2020 und das bedeutet, die ersten Flaggschiffe für das Weihnachtsgeschäft, sprich für den Herbst und den Winter, stehen an. Den Anfang wird wie immer Samsung mit der neuen Note-Reihe machen. Es wird nicht nur das Note kommen, ich werde euch aber in diesem Video ganz kurz erzählen, was Samsung für die kommenden Wochen geplant hat und was euch beim Flaggschiff, beim Galaxy Note 20 Ultra so erwarten. Zweite Samsung Unpacked Event ist seit ein paar Tagen offiziell. Samsung wird es am 5. August abhalten. Die Einladungen sind raus. Die Leaks sind bereits zahlreich und Samsung wird an diesem Tag höchstwahrscheinlich zwei Foldables vorstellen. Einmal eine 5G-Version vom Galaxy Z Flip und noch ein Samsung Galaxy Z Fold 2, was quasi der Nachfolger vom Galaxy Fold sein wird. Da wird jetzt allerdings Galaxy Z höchstwahrscheinlich das Branding für die Zukunft bei den Foldables sein. Dann stehen zwei Note-Modelle an, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Dann wird höchstwahrscheinlich ein Galaxy Tab S7 kommen, sprich ein neues Flaggschiff-Tablet, welches höchstwahrscheinlich auch in zwei Versionen auf den Markt kommen wird, sprich auch als Plus-Version. Und dann stehen noch zwei Wearables im Raum. Einmal eine Samsung Galaxy Watch 3 und dann Galaxy Buds Live. Die Galaxy Buds Live sind so eine Art, ich sage jetzt mal, Bohnenform-Kopfhörer, die Samsung, also das Neue, die normalen Galaxy Buds ablösen sollen und jetzt auch erstmals mit ANC, sprich einer aktiven Geräuschunterdrückung, ausgestattet sind. Beim Samsung Galaxy Note werden uns höchstwahrscheinlich zwei neue Modelle erwarten. Einmal ein normales Samsung Galaxy Note 20 und dann ein Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Da haben wir noch ein bisschen spekuliert, ob es ein Galaxy Note 20 Plus wie in den letzten Jahren oder wie beim S20 leider ein Ultra-Modell geben wird. Es wird ein Ultra-Modell sein, das hat bereits ein Marketingbild gezeigt, also ein Ultra-Modell erwartet uns und Samsung wird höchstwahrscheinlich wie beim S20-Lineup auch die beiden Modelle stärker voneinander trennen. Sprich, ich werde mich hier auf das Ultra-Modell konzentrieren. Ich werde euch jetzt das normale Note 20 einblenden. Das sieht optisch sehr ähnlich aus, hat allerdings einiges, höchstwahrscheinlich eine deutlich schlechtere Ausstattung, sprich ein flaches Panel, ein Panel vielleicht sogar nur mit 60 Hertz, eine schlechtere Kamera, keine Periscope-Kamera. Der Fokus liegt auf den Ultra-Modellen bei Samsung, das hat man beim S20 gezeigt und das wird höchstwahrscheinlich auch beim Note 20 Ultra so sein, welches mit einem 6,5 Zoll großen OLED-Panel mit QHD-Auflösung und 120 Hertz ausgestattet sein soll. In Europa wird man leider beim Exynos 990 bleiben, in den USA wird es wahrscheinlich den Snapdragon 965 Plus, der jetzt ganz neu ist, geben. Schade, hätte ich mir auch in Europa gewünscht. Es gibt 12 GB Arbeitsspeicher, wahlweise 256 oder 512 GB Speicher und es gibt eine Triple-Kamera mit 108 Megapixel, 12 Megapixel und nochmal 12 Megapixel. Bei den beiden 12 Megapixel-Modellen handelt es sich um eine Ultraweitwinkelkamera und einmal eine Telekamera, sprich eine Periscope-Zoom-Kamera. Auf der Frontseite gibt es wie immer das Loch in der Mitte oben mit einer 10-Megapixel-Frontkamera. Der Akku besitzt höchstwahrscheinlich 4500 mAh. Natürlich ist auch kabelloses und schnelles Laden mit dabei und es gibt die üblichen Standards wie IP68-Zertifizierung, Bluetooth 5, 5G, NFC und Co. Ihr kennt das. Samsung plant höchstwahrscheinlich zwei Farben, Schwarz und Bronze. Das Bronze-Modell hat sich wirklich jetzt extrem oft in den letzten Wochen gezeigt. Ihr habt in dem Video aber auch die schwarze Version gesehen. Einen Preis, eine UVP haben wir noch nicht. Aber ich wette darauf, dass das deutlich über 1000 Euro sein werden. Ich vermute mal, das Samsung Galaxy S20 war ein guter Anhaltspunkt und wir können hier über knapp 1300 bis 1500 Euro für das Ultra-Modell sprechen. Eine aktuelle Quelle spricht davon, dass es 5 Highlights gibt, die Samsung beim neuen Note bewerben wird. Das wären einmal ein neuer S Pen, der eine 9 Millisekunden Reaktionszeit besitzt, sprich noch genauer. Dann wird es Wireless DeX geben, das ist ein Desktop-Modus für Samsung, der jetzt hier beim Note auch kabellos funktioniert. Dann gibt es ein höchstwahrscheinlich leicht überarbeitetes und noch besseres Panel oder Display als beim S20 und erstmals Gorilla Glass 7 tatsächlich. Samsung hat höchstwahrscheinlich auch die Kamera überarbeitet, der Space Zoom, der 100-fache wurde rausgeworfen. Es gibt jetzt nur noch den 50-fachen. Das dürfte uns aber größtenteils egal sein. Ich hoffe, dass Samsung an der Software-Qualität für diesen Sensor nochmal gearbeitet hat. Und dann gab es bereits im Februar die Meldung, dass Samsung und Microsoft zusammenarbeiten werden im Bereich Xbox Gaming. Jetzt dürfte klar sein, warum. xCloud wird im September starten. Das ist ein Streaming-Dienst, so eine Art Netflix für Spiele von Microsoft. Da kann man, ich habe ja auf diesem Kanal schon ein Video dazu gemacht, werde ich euch unten verlinken, quasi Spiele über das Internet streamen. Das Samsung Galaxy Note 20 soll so ein bisschen das optimierte Smartphone für diesen Dienst sein.
was meiner Meinung nach oder meiner Vermutung nach einfach nur bedeutet, die xCloud-App wird vorinstalliert sein. Vielleicht gibt es da noch ein Probeabo für den Xbox Game Pass Ultimate. Der ist nämlich quasi die Voraussetzung, dass man xCloud nutzen kann. Wie das genau aussieht, ist noch unklar, aber man kann davon ausgehen, dass sich Samsung und Microsoft auf der Bühne diese Ankündigung teilen werden. Der Fokus liegt jetzt also auch beim Note ganz stark auf dem größten und teuersten Modell und auch hier bekommen wir das Ultra-Branding. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn 6,9 Zoll sind trotz einem Seitenverhältnis von fast 20:9 doch recht groß und ich hätte mir gewünscht, dass Samsung auch die kleineren Modelle wieder ein bisschen besser behandelt, wie man das in den letzten Jahren auch gerne gemacht hat. Da war eigentlich nur der Größenunterschied von den Geräten, natürlich dann auch mit der Akkukapazität der Unterschied, aber es zeigt sich, dass Samsung die normalen Modelle ein bisschen abschwächt. Das hat man beim Samsung Galaxy S20 Lineup auch gemacht und dass man das Ultra-Modell sehr stark in den Fokus rückt und das mit allem ausgestattet ist, was man höchstwahrscheinlich erwarten kann. Ich bin sehr gespannt auf das Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wie gesagt, am 5. August wird es vorgestellt. Es steht im Raum, dass es dann so Ende August auf den Markt kommen soll. Vielleicht sogar auch erst Anfang September, das wird sich dann zeigen. Wir werden das Gerät natürlich auf diesem Kanal anschauen, wir werden es natürlich auch testen und es wird dann natürlich auch in dieser Flaggschiff-Reihe auf dem Kanal antreten und dann bin ich mal gespannt, wie es sich gegen den aktuellen Favoriten schlägt. Das soll es mit dem heutigen Gerüchte-Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.